Die Z21-App wurde um ein bedeutendes Feature erweitert. Zusätzlich zum freien Stellwerk können Sie Ihre Anlage jetzt noch komfortabler und übersichtlicher darstellen. Wie Sie dieses schematische Stellwerk am besten verwenden, möchten wir Ihnen in diesem Video zeigen. Um ein neues schematisches Stellwerk anzulegen, gehen Sie in die Anlagenverwaltung. Um Ihnen das Ausprobieren und Umsteigen auf das schematische Stellwerk so einfach wie möglich zu machen, können Sie Ihre Schienenfahrzeuge, die Sie bereits angelegt haben, in eine neue Anlage kopieren. Wählen Sie einfach die Anlage aus, deren Lokliste Sie übernehmen möchten. Ganz unten befindet sich dann der Button Anlage duplizieren. Wenn Sie diesen Befehl ausführen, gelangen Sie in ein neues Menüfenster. Dieses Menü kennen Sie vielleicht auch schon von den Pop-ups nach dem Installieren des Updates. Hier können Sie auswählen, ob Sie Ihre ganze Anlage oder nur Ihre Lokliste kopieren möchten. Wenn Sie die ganze Anlage auswählen, werden Ihre Schienenfahrzeuge und auch das angelegte Stellwerk dupliziert. Wenn Sie nur die Lokliste kopieren, haben Sie die Wahl zwischen dem freien und dem schematischen Stellwerk. Beim schematischen Stellwerk haben Sie außerdem noch die Möglichkeit, das Aussehen festzulegen. Dieses Farbschema können Sie auch, nachdem Sie einen Gleisplan erstellt haben, jederzeit wechseln. Mehr dazu später. Natürlich ist es auch möglich, eine komplett neue Anlage zu erstellen. Entweder eine vorgefertigte Demoanlage oder eine ganz leere Anlage. Nach dem Verwalten der Anlagen zeigen wir Ihnen jetzt im Detail, wie man das schematische Stellwerk bedient. Wechseln Sie dazu im Menü zum Stellwerk. Die Seitenstruktur ist so ähnlich wie beim freien Stellwerk. Falls Ihnen die Funktionalität davon nicht bekannt ist, empfehlen wir Ihnen, sich auch das Tutorial-Video dazu anzusehen. Den Link zum Video finden Sie eingeblendet oder in der Videobeschreibung. Mit der Menüleiste ganz unten können Sie die Stellwerkseiten verwalten. Sie können neue Seiten anlegen, umbenennen, löschen oder die Reihenfolge verschieben. Die Arbeitsfläche auf einer neuen Seite ist zunächst begrenzt. Jedoch wird die Fläche automatisch vergrößert, wenn Sie mit einem Element zu nahe an den Rand kommen. Dadurch wird verhindert, dass Ihnen der Platz für alle Ihre Schienenelemente ausgehen könnte. Neue Elemente fügen Sie mit dem Plus-Symbol hinzu. Es stehen alle bekannten Elemente aus dem freien Stellwerk zur Verfügung, sowie einige zusätzliche Objekte. Zum Beispiel werden Sie einige neue Deko-Elemente vorfinden. Wenn Sie ein Symbol auswählen, wird es oben in der neuen Kurzauswahlleiste neben dem Plus angezeigt. Um dann das Objekt in die Arbeitsfläche einzufügen, müssen Sie nur in das Feld tippen, wo Sie das Element einfügen möchten. Nach dem Einfügen sehen Sie, dass das Objekt in der Kurzauswahlleiste noch immer farbig umrahmt ist. Das zeigt, dass der Zeichenmodus immer noch aktiviert ist. Solange dieser aktiv ist, können Sie das ausgewählte Element immer wieder einfügen, indem Sie einfach wieder auf ein Feld im Gleisplan tippen. Wenn Sie wieder ein neues Objekt mit dem Plus-Symbol auswählen, erscheint auch dieses in der Kurzauswahlleiste oben. Je nach Breite des Geräts können unterschiedlich viele Symbole dort angezeigt werden. Zwischen diesen können Sie ganz schnell hin und her wechseln und sofort in den Gleisplan einfügen. Um die angelegten Elemente zu bearbeiten, tippen Sie auf das Handsymbol. Damit verlassen Sie den Zeichenmodus und Sie befinden sich im Bearbeitungsmodus. Wenn Sie im Nachhinein die Position eines Objekts ändern möchten, tippen Sie das Element an und halten Sie es für einen Moment. Dann können Sie das Objekt einfach per Drag and Drop an die gewünschte Position ziehen und loslassen. Wenn Sie ein Element kurz antippen, wird Ihnen ein neues Menü angezeigt, mit allen Optionen, die für das gewählte Objekt verfügbar sind. Mit den beiden Pfeilen können Sie die Elemente drehen. Sie können auch alle Objekte wieder löschen, mittels des Papierkorb-Symbols. Das letzte Symbol in der Liste ermöglicht das Duplizieren der angelegten Objekte. Dadurch werden alle Einstellungen wie die Adresse übernommen. Das ist beispielsweise bei Belegtmeldern nützlich. Somit wird ein ganzer Abschnitt als belegt angezeigt. Wenn Sie unseren Z21-Detektor mit Railcom verwenden, wird auch das Logbild aus der Logbibliothek mit angezeigt. Die direkten Einstellungen für die einzelnen Objekte können Sie vornehmen, indem Sie auf das Zahnrad-Symbol tippen. Dadurch öffnet sich das Konfigurationsfenster, wie Sie es auch beim freien Stellwerk vorfinden. Die eingestellten Adressen der jeweiligen Elemente werden flexibel aus- und eingeblendet, je nachdem, wie weit Sie in den Plan hineinzoomen. Bei Ihrem angelegten Stellwerk können Sie jetzt auch je nach Belieben zu dem anderen Farbschema wechseln. Gehen Sie dazu wieder in die Anlagenverwaltung und wählen Sie Ihre aktive Anlage aus. Dort können Sie unter dem Punkt Schema jederzeit wechseln.
Dieses Schema ändert nur das Aussehen Ihres Stellwerks, nicht aber die Elemente selbst. Die Bedienung in der Steuerungsansicht verhält sich so, wie Sie es bereits gewohnt sind. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Selbstausprobieren. Um auch in Zukunft kein Video zu verpassen, abonnieren Sie gerne unseren Kanal.